Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Handarbeitstagebuchs. Wir sind in Folge, weiß ich nicht wie viel, kann man aber im Titel sehen. Und bei mir geht es ums Stricken, Häkeln, manchmal Spinnen, im Moment Nähen ist dabei, heute auch wieder. Ja, und daran möchte ich euch gerne teillassen haben, was ich alles so gemacht habe die letzte Zeit, seit dem letzten Video. Ja, habe ich schon gesagt, dass ich 16 bin? Ich glaube ja, ne? Ich denke. Die Sache ist die, ich komme gerade direkt von der Arbeit. Deswegen kann sein, dass ich noch ein bisschen rot bin, weil die Luft ist sehr stickig bei uns. Und ja, wissen ja alle, dass ziemlich warm war die letzte Zeit. Ich warte gerade darauf, dass mein Kaffee durchläuft, den ich immer nach der Arbeit mir gönne. Und bis der soweit fertig ist, fange ich einfach an, euch ein bisschen zu zeigen, was ich die letzte Zeit so gemacht habe. Ja, und danach kommt dann nochmal ein kleiner Teil, der vielleicht nicht so schön ist, nicht für mich, vielleicht auch nicht für euch. Es geht um eine kleine Pause, da erzähle ich aber später ein bisschen mehr dazu. Ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal durch, soweit, was ich alles gemacht habe, zeige euch, was so Neues eingezogen ist und dann kommen wir zu dem nicht so schönen Teil. Als allererstes, vielen Dank für die ganzen Kommentare bezüglich des Pullovers, der von Seite zu Seite gestrickt wird, den ich ja fade. Die Sache ist Entschuldigung. Das nervt mich jetzt. Hier ploppen ständig Nachrichten auf, deswegen hätte man ja mal irgendwie. Egal, vielleicht hört man das auch gar nicht. Die Sache ist die, ich habe. Mir was runtergefallen. Da sind sehr viele Kommentare gekommen, sehr viele Meinungen bezüglich des Pullovers, ob ich da weitermachen soll oder nicht. Das Problem ist aber das, dass sowohl, ja, eigentlich war fast Gleichstand, würde ich sagen. Also viele waren dafür, viele waren dagegen, viele sagen unruhig, viele sagen, das ist gut, ich soll das weitermachen. Ist halt jetzt halt ein bisschen schwierig. Ich habe da jetzt auch noch nicht dran weitergestrickt. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit machen soll. Aber das ist auch nicht so schlimm. Der rennt mir ja nicht weg. Also daran habe ich jetzt erstmal soweit gar nichts mehr gemacht. Da überlege ich halt noch, ob ich das jetzt lasse, ob ich das ribbel. Ich weiß das immer noch nicht genau. Genau. Entschuldigt auch meine Haare hier, keine Ahnung. Wie gesagt, ich komme direkt von der Arbeit und weil es so warm ist, habe ich alles hier nach hinten mit Spangen und dass das einfach hält, weil ich lasse die ja gerade wachsen. Und ja, genau. Make-up habe ich auch nicht drauf. Das sieht man wahrscheinlich auch. Aber ist jetzt so, ne? Bringt nichts bei dem Wetter. Hilft nicht. So, genau. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mit den fertigen Sachen an. Und zwar habe ich was fertig. Und zwar meine Socken habe ich fertig gestrickt. Oh, ist jetzt echt passiert. Ich sitze ja am Wohnzimmertisch. Meine Tochter hat ihre Bastelsachen hier liegen. Und jetzt ist mir gerade eine ganze Dose mit so einem kleinen Stern umgefallen. Hier so eine. Ja, toll, ne? Hier so eine Dose mit Sterne. Na toll. Dann kann ich die alle gleich wieder schön da reinpacken. Egal. Später. Ja, die Socke. Und zwar die Socken aus der Butinette Sockenwolle. Die Sockenwolle habe ich jetzt hier nicht mehr drin, aber ist ja nicht schlimm. Das ist die Wolbutzwiesel. Also den Rest habe ich hier nicht mehr drin. Ich habe da die Banderole rumgemacht, dass ich nicht verliere. Weil ich habe die schon weiterverarbeitet, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die letzte Zeit war hier ein bisschen sehr chaotisch. Deswegen entschuldige ich bitte, wenn da irgendwas mal durcheinander kommt. Genau, eine hatte ich ja fertig. Das war diese. Und hier bei der war ich da noch ein bisschen dran, dann kam die Ferse und die Spitze. Die sind nicht gleich, aber das habe ich letztes Mal schon gesagt. Das hat nicht ganz hingehauen, aber das stört mich sowieso nicht. Das ist egal. Und ich habe gestrickt ein zwei rechts, zwei links Bündchen. Dann glatt rechts runter. Dann habe ich die Fischlips Kiss hier gestrickt. Entglatt. Fuß glatt rechts, also ganz normales Sinus und eine Bändchenspitze. Und irgendwann entwickelt ja jeder so sein eigenes Rezept für Stino-Socken. Das habe ich mittlerweile auch. Und ich zum Beispiel mache auch die 3-2-1-Bändchenspitze mittlerweile. Und zwar fange ich die immer an, wenn die über meinen kleinen Zeh geht, die Socke. Also ich probiere, wenn die wirklich für mich sind, tatsächlich die Socke an. Wenn ich sehe, dass der kleine Zeh bedeckt ist, dann fange ich mit der Bändchenspitze an. Das heißt, ich mache dann eine Abnahme. Strick drei Runden rüber, mach noch eine Abnahme, strick dann zwei Runden drüber, mach noch eine Abnahme, strick eine Runde rüber und dann nehme ich nur noch ab, bis ich entweder auf jeder Nadel vier Maschen habe, auf jeder Nadel sechs Maschen, auf jeder acht.
Je nach Lust und Laune. Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich glaube, hier habe ich so weit gestrickt, bis ich auf jeder Nadel 8 hatte. Ich habe das mit einem Nadelspiel gestrickt. Also praktisch habe ich 16 Maschen, glaube ich. Nee, das sind nicht 16 Maschen, das ist Quatsch. Bis ich 4 auf jeder hatte. Ich hatte also 8 Maschen auf jeder Nadel. Und dann drehe ich das Ganze einmal um, nach innen. Und dann kette ich das mit diesem Three Needle Bind Off, kette ich das dann immer ab. So mache ich das mittlerweile. Und wenn ich nicht weiß, wenn ich keinen habe, der die anprobieren kann, also wenn ich für jemanden Socken stricke, wo ich das nicht anprobieren kann und nicht weiß, ob der kleine Zeh bedeckt ist, dann gehe ich tatsächlich nach der Tabelle von Regia, gucke mir die Gesamtfußlänge an, wie viel die haben muss und ziehe davon 2 Inch ab. Und auch wirklich 2 Inch, weil in Zentimeter sind 2 Inch, glaube ich, ein bisschen blöd. Ich nehme da wirklich 2 Inch und das passt immer ganz gut, weil ich hatte da einmal eine Kaufanleitung und da war das so beschrieben mit 2 Inch und seitdem mache ich das auch nur noch so. Also dadurch ist mein Stino-Rezept praktisch entstanden. Und die Schaftlänge und Fußlänge, das halte ich immer aneinander. Also da mache ich mir Marker rein, wann ich die Ferse angefangen habe und dann halte ich die aneinander. Also ich ziehe da jetzt keine Runden oder so, ich halte das aneinander, aber das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Genau, die habe ich jetzt auf ein Nadelspiel gestrickt, auf ein Zwingnadelspiel und die sind soweit fertig. Da sind auch die Fäden vernäht, aber noch nicht bei Ravelry eingestellt. Das habe ich immer noch nicht geschafft. Und ich denke auch, das werde ich die nächste Zeit nicht schaffen. Vielleicht nehme ich mir einmal Zeit für, weiß ich noch nicht. Wir werden schauen, ob ich das schaffe. Dann habe ich auch, glaube ich, bloß noch, ja, 3 Projekte habe ich noch, an die ich was gemacht habe. Und zwar der Rest von der Sockenwolle ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, in der Song Song Blanket schon reingewandert. Ist er oder ist er nicht? Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. Nee, ist er nicht. Ist er nicht? Ist er nicht. Nee, ist er nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ihr letztes Mal dieses schon gesehen habt oder nicht. Wenn nicht, dann sind 3 dazu gekommen. Habt ihr das schon gesehen? Dann sind 2 von diesen Quadraten dazu gekommen. Genau, das ist ja die Song Song Blanket von der Duck aus Albuquerque. Und ich finde den Namen so cool, Albuquerque. Das ist eigentlich nur eine Sockyarn-Blanket, doppelfädig verstrickt. Genau, und dazu hatte ich einen Kommentar, dass sie auch jemanden stricken möchte. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, ich kann mir den auch raussuchen, den Kommentar brauche ich aber nicht, ich weiß, was drin stand. Und zwar sagte sie, sie würde die ja auch gerne machen, aber sie weiß nicht, wie man die Quadrate aneinander fügt. Also die ersten beiden weiß sie wohl. Eigentlich hält man die so rum, ne? Genau. Also die ersten beiden weiß sie wohl, aber wie das denn hier weitergeht, genau. Da kann ich dir nur den Rat geben. Gib mal bei YouTube Sockyarn Blanket ein oder Quadrate Decke stricken ein. Da findest du viele Ergebnisse und da ist das ganz genau erklärt. Ich bin kein Erklärbär, ganz ehrlich nicht. Also ich habe die ja, wenn ich stricke, die liegt die ja so vor mir, ne? Praktisch, die liegt ja so vor mir. Und wenn ich jetzt dieses Quadrat dran gemacht habe, habe ich zuerst Maschen angeschlagen und habe dann hier Maschen aufgenommen. Dann habe ich das fertig gestrickt. Bei dem nächsten Quadrat habe ich hier Maschen aufgenommen und da Maschen aufgenommen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Und immer so weiter. Also eigentlich ist das jetzt nicht schwer. Und mit dem Fädenhand handhabe ich das so, dass ich die mit einstricke. Das heißt, soweit wie es mir möglich. Manchmal vergesse ich das. Ich stricke das ja aus sehr vielen kleinen Resten. Und ich knote die einfach hier aneinander mit so einem festen Knoten. Kann man auch bei YouTube finden. Und dann schneide ich die Fäden einfach ab. Das ist mir egal. Da wird schon nichts passieren. Teilweise stricke ich die aber auch noch ein Stück mit ein, so wie hier jetzt zum Beispiel, und schneide das dann ab. Ja, also ich will hier so wenig wie möglich vernähen. Da habe ich auch immer keine Lust drauf und deshalb. Und ja, hier auch. Ist hier mit eingestrickt, verknotet aneinander und mit eingestrickt, weil das ist eine bunte Decke. Das fällt nachher alles gar nicht mehr auf. So denke ich mir das, genau. Ja, wenn da noch Fragen zu sind, dann einfach nochmal anschreiben. Dann schreibe ich das, versuche ich das ausführlich nochmal reinzuschreiben. Aber nur Mut macht das, das macht auch echt Spaß, wenn man dazu kommt, das zu machen. Und ich stricke die auf einer 4,5er oder 4er, weiß ich jetzt, ich glaube eine 4er. Bin mir jetzt nicht sicher. Ach, und hier ist der Rest von der Sockenwolle. Jetzt habe ich ihn gefunden. Das sollte das nächste werden. Und ich nehme da einfach irgendwelche Reste wahllos. Ich gucke nicht, ob die in einer Farbfamilie passen. Ich gucke nicht, ob das zusammenpasst. Ich nehme die einfach so wahllos aus meiner Restebox raus. Die ganz kleinen Reste, wohlgemerkt. Ich nehme einen großen Rest und dann diese ganz, ganz kleinen Reste. Genau.
An meiner Quadratedecke, die ich häkel, habe ich gar nichts gemacht. Da ist gar kein Quadrat rangekommen, habe ich nicht geschafft oder keine Lust gehabt oder wie auch immer. Also da ist gar nichts dran passiert. Dann, wenn ich so durchrausche, tut es mir leid. Ich muss nachher die Kinder abholen und wir haben auch erst 10 Minuten. Ich bin schon fast durch. Aber ist auch gar nicht schlimm. Die Videos müssen ja auch gar nicht immer so lang werden, ne? Weil ich habe euch ja schon alles ausführlich im anderen Video gesagt. Und wenn da noch Fragen zu sind, dann frag gerne, ne? Also ich bin für jede Frage offen. Der Cardigan von Drops. Da ist nicht so viel passiert. Da habe ich nur ein paar Reihen dran gearbeitet. Und auch jetzt schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Das hat aber andere Gründe, das sage ich euch gleich noch. Da hatte ich was anderes im Kopf. Und das hat ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen. Genau. Und das kann man auch nicht zeigen. Also beim letzten Mal war ich da und ich habe ein kleines Stückchen dazu gestrickt, ja. Das ist der Cardigan, der hat hier an Raglan hat der Lochmuster und in den Ärmeln hat er. Upsala, ich habe Angst, dass ich mir immer schon flöten gehen. Und das sind die Ärmel, sollen die Ärmel werden, die Schultern und die Ärmel und da ist auch ein Lochmuster drin. So kann man das ganz gut sehen. Ne? Ich habe auch irgendwo schon einen Fehler drin, ich glaube auch hier. Genau in den hier. Hier fehlt ein Loch zum Beispiel bei der Blume. Aber ey, ganz ehrlich, ist nicht schlimm. Passiert. Hier ist der andere Arm. Das ist, glaube ich, richtig. Ja, also da immer mal wieder, ab und zu, jetzt nicht so oft. Wäre es zwar schön, wenn ich schon fertig wäre, aber ist er nicht. Und da stricke ich ja aus einem Bobbel, den ich in Tausch hatte. Also ein Wollbonbon ist das. Ich hole das jetzt nicht raus, das ist hier gerade alles so gut eingepackt. Und die Jacke ist die Rivet Jacket. Die habe ich auch noch nicht bei. Ist das die Rivet Jacket? Ja. Kann man aber nicht sehen. Die habe ich auch noch nicht bei Ravelry eingestellt. Ich bin da einfach nicht zugekommen. Ja, keine Chance. Also bei uns auf Arbeit ist auch gerade Urlaubszeit und da ist sowieso immer so viel. Und ach, ja, wie das halt so ist. Ne? Ich muss noch ein bisschen warten mit dem Urlaub. Aber gut. Die stricke ich auf 3,5, glaube ich. Weiß ich natürlich nicht, weil es sind Symphonienadeln. Ich stricke es aber wie in der Anleitung. Ich glaube, 3,5 Nadeln sind das. Genau, und Holznadeln, weil ich festgestellt habe, ich kann das gefachte Garn besser mit Holznadeln stricken. Ich bin kein Holznadel-Fan, aber dieses gefachte Garn klappt bei mir doch wirklich besser mit Holznadeln. Ja, genau. Also, an der ist ein bisschen was passiert, nicht viel. Also gut, ja, ist halt, ne? Ja. So, und dann habe ich ein neues Projekt angefangen, das ist mir so ins Auge gehopst. Die Tage auf Instagram, die Tage nicht, das war schon vor 2 Wochen oder so. Genau, habe ich was Neues angefangen. Kann man sagen, ich bin schon recht weit. Ich weiß nicht, ob ich recht weit bin. Ich habe, mal gucken, sorry für das jetzt. Und zwar habe ich angefangen, Jenny Flower von Julie Knits in Paris. Die Julie Dubrow, ich weiß nicht, wie man das spricht. Was ist das? Hat eine neue Anleitung veröffentlicht, einmal eine Stola und einmal so ein Shirt. Das kann man natürlich gar nicht sehen. Das ist ein kurzarmiges Shirt mit ein paar Lochreihen drin. Das wird in 2 Farben gestrickt und in Lace-Qualität gestrickt. Das habe ich angefangen. Das fand ich ganz cool, weil mir hat auch schon der Gaudi-Sweater so gut von ihr gefallen. Und dann dachte ich, ach, dann strickst du das auch mal. Und dann habe ich mal so ein bisschen ins Stash geguckt, weil ich nichts kaufen wollte. Und habe dann einfach mal angefangen. Jetzt müssen wir mal erstmal hier sortieren, ja? Problem ist nur, das kommt mir so unwahrscheinlich groß vor. Ich weiß nicht, ob das groß ist. Und das ist das Teil. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich verschwinde mal kurz. Ich halte mal hoch. Genau. Ups. So. Das hat wie gesagt Lochreihen. Ich stüpfe mal hier. Das ist ein Ärmel. Ich habe nämlich Schiss, dass mir wieder die Maschen von der Nadel flöten gehen. Ich muss unbedingt das auffangen lernen, glaube ich. So sieht das einmal aus. Ich habe also gestern Abend erst die Ärmel abgeteilt und 2 Runden drüber gestrickt und mehr war da jetzt noch nicht. Da kommen jetzt, da sind halt ein paar Lochreihen drin. Das wechselt sich ab mit Lochreihen und glatt rechts sozusagen. Und gleichzeitig mit einem Streifenmuster in 2 verschiedenen Farben. Ich hätte gerne das Grau als Bündchen gehabt, aber mir hätte denn die bunte Farbe nicht gereicht. Laut Anleitung müsste mir die bunte Farbe aber reichen jetzt. Deswegen habe ich die als Farbe A gewählt. Und das Grau als Farbe B gewählt. Wir werden sehen. Also wie gesagt, das ist nochmal Lochmuster. Jetzt kann man es ganz schön erkennen. Ne? Lochmuster und Streifen im Wechsel. Jetzt geht es nur noch in Streifen glatt rechts runter. Ohne Lochmuster geht das jetzt weiter.
Das stricke ich auf 3,5er Nadeln. Das Maschenbild gefällt mir auch sehr gut und das wird auch beim Waschen noch ein bisschen auffluffen, denke ich. Ja. Das habe ich angefangen zu stricken und auch relativ weit. Mir kommt das ein bisschen groß vor. Ich kann mich natürlich täuschen, aber wenn ich jetzt. Sorry, wenn ich jetzt so. Ja, ich weiß nicht, wir werden sehen. Ne? Also, ich wollte das auch so schlicht wie möglich halten. Ich hatte jetzt überlegt, das komplett einfarbig zu stricken. Dann dachte ich aber, nee, das wird dir dann zu schnell langweilig. Und deswegen habe ich das dann zweifarbig gestrickt. Und zwar stricke ich das einmal aus ferner Wolle. Ach so, Achtung, Werbung habe ich noch gar nicht gesagt. Ist eine Dauerwerbesendung. Punkt, Ende, mehr sage ich dazu nicht. Aus einer ferner Wolle Lace. 500 Laufmeter hat die auf 100 Gramm. Das ist einmal dieses bunte. Wunderschön handgefärbt. Das gefällt mir richtig gut. Da hatte ich doch mal damals, dass ich da das Riesenschnäppchen mitgemacht habe in unserem Woll- und Stoffmarkt. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das so wirklich richtig war. Und das andere ist einmal dieses Grau. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Das Grau ist die Organic Trio, nennt sich das. Genau, das ist Organic Merino-Wolle, Baumwolle und Seide von. Aus Dänemark sehe ich hier gerade. Von Hjertegarn. Kenne ich nicht, keine Ahnung. Habe ich im. Das ist ein dänisches Garn auf jeden Fall. Sehe ich hier auch gerade so. Hatte ich auf jeden Fall in unserem Wollladen. Ich stecke mal eben den Preis zu. Könnt ihr das mal sehen? Gefunden. Und davon hatte ich mir ja ein paar Knäule mitgenommen. Da habe ich ein paar von und da habe ich die jetzt halt. Und da weiß ich halt, dass ich genug von habe und deswegen habe ich gedacht, dann mach es so. Jetzt gucken wir mal, wie weit ich damit noch komme. Normalerweise müsste ich die Ärmelbündchen noch damit stricken und das Körperbündchen, aber auch die Streifen, die jetzt runtergehen beim Körper. Ich muss jetzt erstmal sehen. Ansonsten mache ich die Bündchen einfach grau. Mein Gott. Ich denke, das ist auch nicht so schlimm. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das ist schön. Ich hoffe natürlich, dass es nachher auch passt. Ja, weil es ist auch schon recht, hat auch schon ordentlich Gewicht. Ich denke, das liegt auch an der Baumwolle, die da mit in der Wolle drin ist. Ja. Genau, ich habe ich gesagt, also die Organic Wool, die läuft auch genauso wie die andere. Kann ich ja mal eben sagen. 230 Meter auf 50 Gramm, also auf 460 ungefähr auf 100. Und die ferner eben 500 kann man ja schon fast als Lace bezeichnen, weiß ich nicht. 3,5er Nadel, wie gesagt. Ich stricke Größe L, ich stricke extra kleiner. Und trotzdem sieht mir das so aus. Wir werden sehen, ich lasse mich überraschen. Aber ist ja nicht schlimm, wenn das ein bisschen weiter wird, ne? Genau. Also das habe ich neu angefangen. Das macht mir auch immer noch Spaß. Ich habe dann die ganze Zeit, ich will bis zum nächsten Video die Ärmel abtrennen. Ich will bis zum nächsten Video die Ärmel abtrennen. Und dann war die ganze Zeit noch so ein Großprojekt zu tun. Und so weiter. Und da, oh ja, wie das halt so ist. Jetzt sagt er mein Kaffee. Und mein Kaffee ist auch durchgelaufen. Sehr schön. Könnte man sich ja gleich mal Tasse holen. Das werde ich jetzt auch schnell machen. Und dann zeige ich euch. Ach so, das war alles Gestrickte, was ich gestrickt habe. Nein, ich habe doch noch was gehäkelt. Das steht da. Aber es ist nicht schlimm. Ich hole mir jetzt eine Tasse Kaffee, hole das, was ich jetzt vergessen habe, das Gehäkelte. Und dann zeige ich euch gleich, an was ich so lange gearbeitet habe und was sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Gut, also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Kaffee geholt. Ist verdammt heiß. Frisch durchgelaufen, ne? Und ist sehr heiß. Aber ich brauche das nach der Arbeit. Ich brauche nach der Arbeit meinen Kaffee, mein anderes Suchtmittel und dann vorher geht gar nichts eigentlich. Aber das Video musste jetzt sein, weil morgen haben wir schon Zeugnisausgabe bei uns. Und da haben die Kinder bloß bis 10:30 Schule und ich muss noch einkaufen vorher. Deshalb nehme ich jetzt auf. Ein Projekt habe ich noch, was ich gemacht habe. Und zwar mein gehäkeltes, die Dose wieder. Aber die macht sich echt gut. Mein gehäkeltes Projekt. Und zwar habe ich das jetzt als mein Pool-Projekt benannt, weil ich das jetzt immer mache, wenn die Kinder im Pool sind. Genau. Und zwar die Sternendecke, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Die ist ordentlich gewachsen. Ordentlich, ordentlich gewachsen. Ich guck mal eben, das war Marker. Und nicht vergessen, die geht in Kreis, ja. Also nicht nur jetzt die eine Stelle gucken. Und soweit bin ich damit. Genau. Also ich halte das jetzt mal hoch. Die ist nicht toll groß. Ich häkel die auf eine Dreiernadel. Ja. Das ist auch so ein Ding, wo ich jetzt gleich mal gucken muss. Da war ich beim letzten Mal und das ist alles dazu gekommen. Also ich hatte schon ein paar Farbwechsel. Bei dem Bobbel ist das so, man hat ein langes Stück Farbe, dann kommt ein ziemlich rapider Farbwechsel, zwei oder dreimal, und dann kommt wieder ein sehr langer Farbabschnitt. Und jetzt habe ich schon das Gelb hier drin.
Gelb-grün, so ist das. Genau, mit einem blauen Faden noch. Also dieser war, jetzt sieht man aber schon den Stern besser, kann man jetzt schon besser erkennen. Das geht ja schon, genau. So, ich habe nicht mehr so viel von dem Bobbel. Ich weiß auch nicht, wie viel Meter der Bobbel hat. Ich weiß nur, der ist dreifädig. Den habe ich ja bekommen von der Jenny. Und nee, ich mach mal ohne die Box jetzt. Ich nehme mal raus. So viel habe ich noch. Also da ist jetzt, der ist wohl noch recht schwer, aber ich weiß, dass ich da nicht einen riesen Deckel von rauskriege. So, jetzt Jenny, jetzt bist du angesprochen. Ich denke mal, ich werde mir euch auch noch mal bei Instagram, über Instagram bei dir melden. Wo hast du diesen Bobbel her? Ich überlege echt, mir noch einen davon zu holen, weil ich, wie gesagt, keinen habe, der dazu passen würde von den Farben her. Also der so eine knalligen, bunten Farben hat. Ich habe nur so einen blöden braun-orangen, aber das habe ich letztes Mal alles schon erzählt, ne? Und dann noch so pastellige und die passen nicht dazu. Deshalb, und mir wird das zu klein. Das wird nicht groß. Das wird nicht groß. Das würde dann höchstens für meinen Hund reichen, für ein Körbchen. Als Ersatzdecke, da habe ich ja einmal die Sophie's Universe Decke einmal drauf. Ein kleines Format, aber wohlgemerkt, ich habe die nicht zu Ende gehäkelt. Die meinen Podcast verfolgen, wissen das auch. Das wäre eine Alternative. Aber ich hätte die schon gerne groß. Also, ja. Deswegen meine Frage an dich, Jenny. Wenn du noch weißt, wo du den Bobbel her hast, dann bitte melde dich doch mal bei mir und sag mir doch mal Bescheid, dass ich den vielleicht nachordern kann. Genau. Und ansonsten an alle anderen, die so einen knalligen Bobbel hier haben, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Vielleicht kann man einen Tausch draus machen oder ihr wollt vielleicht meinen braun-orangen Bobbel dafür haben oder so. Ne? Ich bin für alles offen. Weil das wird mir definitiv zu klein. Aber daran habe ich auch gehäkelt. Das ist jetzt mein Pool. Oh, jetzt habe ich die Dose so hochgehalten. Das ist jetzt mein Poolprojekt, aber ist egal. Ich wollte das eigentlich vermeiden, aber ja, gut, egal. Mein Poolprojekt, aber das passt hier rein und hier passt immer noch alles rein, ne? Also da passt der Bobbel rein und auch das Häkelprojekt. Immer noch. So, jetzt ist aber alles, was ich gemacht habe, ein gestricktes. Dann zeige ich euch eben, was ich an Neuzugängen habe und dann zeige ich euch noch, was ich jetzt genäht habe die letzte Zeit. Ich habe ja erzählt, dass ich einen Kammzug bestellt habe bei Daydream über Etsy. Und ich habe sehr lange auf diesen Kammzug warten müssen. Da kann auch keiner was für und ich beschuldige auch keinen, also gar nicht, nein. Also ich habe über 2 Wochen, fast 3 Wochen, glaube ich, auf den Kammzug gewartet. Lag einfach daran, weil die Post da irgendwas scheiße gemacht hat, weiß ich nicht. Sie hatte sich dann nachher darum gekümmert, ist auf Suche gegangen danach, hat ihn auch gefunden und dann war der auch rucki-zucki da. Und zwar spreche ich von diesem Kammzug. Das ist Falkland. Wollte ich mal ausprobieren. Der hat ja einen Sale. Wie gesagt, Daydream. 100% Falkland. Kiste Cook heißt der Kammzug. Und wie man sieht, habe ich den auch schon angesponnen. Aber wirklich bloß angesponnen. Und bis ihr da was seht, das wisst ihr ja, das dauert. Ne? Also, das nächste Mal zeige ich euch dann den fertigen Kammzug. So, und wenn der dann wieder fertig ist, dann bestelle ich mir wieder einen neuen, weil ich ja keinen Stash habe, was Kammzug anbelangt. Ich möchte aber schon noch ein paar Sachen ausprobieren, so wie mit Seide oder mit DFL oder diese Coburger Fuchs und so. Habe ich ja alles noch nicht gehabt. Ich habe bis jetzt immer nur Merino versponnen. Das ist das erste Mal, dass ich was anderes verspinne. Aber die Farben gefallen mir sehr gut. Ja. Nicht ganz so knallig, wie ihr das jetzt seht, aber ja, so etwa. Ach, weiß ich. Genau. Das ist einmal neu bei mir eingezogen. Jetzt muss ich gleich niesen. Ach so, sorry. Das ist einmal bei mir eingezogen. Und dann habe ich noch bei Etsy was bestellt. Das kam auch an. Da habe ich aber in England bestellt. Und zwar habe ich beim Glendi Lou's Gift Shop bestellt. Ich zeige euch einmal den Namen, falls da jemand mal gucken möchte. Na, 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 na. Scherz. Ging nur um Screenshot oder abschreiben, wie auch immer. So, weil da war jetzt keine Karte bei oder so, da war jetzt nur die Rechnung bei. Und da habe ich was bestellt. Und das kam in so einem ganz hübschen Säckchen. Das habe ich mir das erste Mal, habe ich mir Maschenmarkierer bestellt. Und alle, die mich auch kennen, ich sage es nochmal, die kennen, also alle, die meinen Podcast länger verfolgen, die wissen, dass ich totaler Fan von Alice im Wunderland bin. Und deshalb habe ich mal ein bisschen nach Maschenmarkierern geschaut und habe mir die bestellt. Ich zeige es euch mal. Die sind so toll. Hier haben wir einmal die Alice mit Uhr.
Hier ist einmal noch eine Uhr. Dann haben wir hier so ein Muffin-Törtchen, wie auch immer man das nennen will. Haben wir hier ein Flamingo. Das ist gar nicht so einfach, hier eine Kamera zu halten. Hey. Hier ist der Hase. Der zu spät, ich komme zu spät, Hase. Die Grinsekatze. Und eine Teekanne. Total süß. Und die kann man sowohl als Maschenmarkierer als auch Progress Keeper benutzen. Also da sind Karabiner dran und auch Maschenmarkierer. Kann man ganz gut sehen, ne? Und das war auf dieser Nadel. Also es ist total hübsch. Ich wollte die unbedingt haben. Ich hab Scheiß drauf, jetzt bestellst du die. Habe ich gemacht. Das ist total super tolle Maschenmarkierer. Ich bin richtig happy damit. Ich habe die auch noch nicht benutzt. Und die kamen halt, wie gesagt, in dieses wunderschöne Säckchen hier. Und da kommen die jetzt auch wieder rein. Ich weiß gar nicht, ob ich die benutzen will. Vielleicht sind die mir zu schade. Nein, ich werde die wohl benutzen. Das ist nur eigentlich so. Dann habe ich noch bei Butinette bestellt. Ich habe Post bekommen von Butinette. Werbungspost. Ja, und da, weil ich im Moment so im Quilt- und Patchwork-Fieber bin, war da Patchwork-Stoff im Angebot. Und zwar so ein komplettes Paket. Und zwar ging es um ein Überraschungspaket. Da wird individuell ein Paket Patchwork-Stoffe zusammengestellt aus, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Stoffstücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aus 7 Stoffstücken wird da individuell ein Paket zusammengestellt. Und dann habe ich halt gelesen, individuell zusammengestellt, gutes ein Angebot für so und so viel, bestellst du mal zwei Pakete. Ich habe jetzt natürlich gedacht, da kommen zwei unterschiedliche. Nein. Zweimal das gleiche gekommen. Aber gut, ist egal. Und das ist das einmal. Da war hier ein Grün bei. Mal dieses. Also die passen farblich halt zusammen. Genau, das sind Baumwollstoffe. Fühlen sich auch sehr gut an. Genau, also 7 Stoffe. Und das Ganze, ich zeige es nochmal ein bisschen anders, dass man das sehen kann. Wie das so harmonieren soll miteinander. Moment, Moment, da. So sieht das einmal aus. So würden die dann miteinander halt harmonieren sollen. Ich finde, das passt auch ganz gut. Problem ist halt nur, ich habe das jetzt halt zweimal, ne? Also, es ist jetzt kein Problem an sich. Ich habe aber wirklich gedacht, weil da stand, wird individuell zusammengestellt mit dem, was da ist, dass da auch zwei verschiedene kommen. Die Größe der Stoffe ist auch okay. Ich kann es ja einmal aufmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie groß. So groß ist eins. Da kriegt man schon was raus. Wir schauen mal. Weil das ist auch gar nicht schlimm, dass das nicht so viel Stoff ist, weil da komme ich auch gleich zu, warum ich nicht mehr so riesen Stoffstücken unbedingt haben muss. Das erzähle ich gleich. Genau, also das ist auch neu eingezogen bei mir. So, die lasse ich jetzt, packe ich die gleich wieder ein oder lasse ich draußen. Ich muss die gleich wieder einpacken, muss das gleich wieder ordentlich haben, weil sonst ist das blöd. Das erzähle ich euch auch noch gleich warum. Ja, ist alles ein bisschen Mist hier bei uns im Moment. Aber gleich, wir kommen gleich dazu. So, und dann habe ich was genäht. Ich habe was fertig genäht. Leute, ihr glaubt es nicht. Ich habe was fertig genäht. Ich habe eine riesen Tagesdecke fertig genäht. Ich habe euch ja die Dreiecke gezeigt im letzten Video, die ich zu einem Quilt verarbeiten wollte. Ich habe die euch gezeigt. So, ich habe die vernäht. Und die Decke ist fertig. Die Decke. Ich weiß auch nicht, wie groß die ist. Ich messe die mal eben schnell aus. Ich habe mir extra ein Maßband hingelegt, weil ich das sowieso wissen wollte, wie groß die überhaupt ist, weil ich weiß das nicht. Ich kann ja schon mal erzählen, das ist eine große Patchwork-Decke. Und so viel sei mal gesagt, ich mache das. Also ich habe ja schon mal eine Patchwork-Decke gemacht. Die war aber nicht so groß wie die, die war ein bisschen kleiner. Das ging ganz gut. Da habe ich jetzt auch nicht das gemacht, was ich hier gemacht habe. Deswegen ging das wahrscheinlich auch ganz gut. Aber meine Nähmaschine, die ist zu klein dafür. Meine Nähmaschine ist für diese großen Patchwork-Sachen zu klein. Also für das Patchwork nicht, für das Zusammennähen nicht. Moment, mir ist das runtergefallen. Für das Zusammennähen nicht, aber was nachher das Quilten anbelangt. Das geht gar nicht, da bricht man sich dann ab, mir haben so die Hände wehgetan. Das ist nicht schön, das macht dann auch keinen Spaß. Und das bleibt auch nicht alles akkurat, wie es soll. So, wir haben jetzt 1,50. 2,40 etwa. Also, wir haben jetzt 2,40 Meter mal. Eine Seite müsste länger sein. Muss ich eben gucken. 2,40 Meter. Also, das ist als Tagesüberwurf über unser Bett mittlerweile drüber. Genau.
Ich hatte das genäht, dann habe ich das gewaschen, getrocknet und dann seitdem liegt es über dem Bett. Und das passt. Unser Bett ist 1,80 mal. Oh, unser Bett ist 1,80 mal 2 Meter, wollte ich sagen. 1,40. Sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen aus dem Bild bin. Das sind dann nochmal 2 Meter. Ja, so 2,40 mal 2,20 in etwa ungefähr ist die jetzt geworden. Ich zeig's euch jetzt, ja? Ich stehe jetzt einmal auf und zeig's euch und dann erzähle ich euch was dazu. So, ich stehe jetzt einmal auf. So sieht das einmal aus. Ich kann euch natürlich jetzt nur einen Ausschnitt zeigen, weil das geht natürlich jetzt hier nicht alles auf dem Bild. Ich kann auch mal ein Foto hinten anhängen. Also so sieht das einmal aus. Und da ist die ganze Decke im Plan. So. Ich bin semi zufrieden damit. Semi zufrieden, das ist auch ein guter Ausdruck, ne? Wie gesagt, ich erzähle jetzt, ich habe eine Nähmaschine vom Lidl. So, jetzt wisst ihr es. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Meine Nähmaschine ist von Lidl. Das ist eine normale Haushaltsnähmaschine. Es ist eine kleine Nähmaschine. Es hat nicht viel Platz. Und diese Einlage, die hier drinne ist, in dieser Decke, die ist nicht gerade sehr dünn, die ist sehr dick. Und weil ich wäre ja nicht Zinni, würde ich nicht sagen, ach, ich will aber Free Motion Quilting machen. Na klar, was auch sonst. Sprich, Free Motion Quilting, für alle, die es nicht kennen, das ist wie Zeichnen auf dem Stoff. So. Und da habe ich natürlich probiert vorher. Ich habe es halt mit Probestoff mitgenommen. Ich habe das erst an anderen Probestoff probiert, mit dem Stopffuß und die Stichplatte absenken. Das hat gar nicht funktioniert. Da habe ich ständig Fäden gezogen. Und dann habe ich, jetzt muss ich mal einmal rüberlassen, das habe ich jetzt vergessen, hierher zu richten. Seht ihr mich noch? Ja, ne? Dann habe ich mir aber einen Quiltfuß bestellt. So sieht das einmal aus. Das ist ein Quiltfuß. Der hat halt hier so eine Feder drin, ja? Dass die ein bisschen, seht ihr das? Die gibt so nach mit dem Stoff. Und das hat funktioniert. Ich habe die Stichplatte nicht abgedeckt, weil es hat nur mit funktioniert, wo die Platte auf war. Also abdecken brauchte ich die nicht. Ich habe alles auf Null gestellt, die Stichlänge auf Null gestellt. Und dann, damit hat das wirklich super funktioniert. Super funktioniert auf einem kleinen Stück wie dem Probestück. Ich habe noch nie Free Motion Quilting gemacht. Also schon versucht, aber hat nie funktioniert, weil das ging einfach nicht. Und dann habe ich hier so ein Probestück gemacht. So, und jetzt zeige ich euch mal. Da habe ich halt einfach ein Stück Hinterteil und die restlichen Quadrate, die Dreiecke, die ich noch hatte. Und habe dann ein bisschen Free Motion Quilting gemacht. Habe ein bisschen probiert. Und ein paar Dings. Und ein paar Schnörkel. Und dann habe ich da sowas versucht. Ich zeige das jetzt nur mal eben. Das war ursprünglich geplant gewesen. Das war mir aber zu krumm und schief. Und dann dachte ich, wenn du das an das kleine Stück schon nicht hinkriegst, wirst du es auf der großen Decke niemals hinbekommen. Dann so Kringel und so Blümchen versucht und so hin und her und ja. Und habt ihr jetzt alles gesehen, glaube ich, ne? Und ganz gut gefallen haben mir halt diese Kringel hier oben. Da dachte ich, ach, für die ganze Decke, das sieht doch bestimmt gut aus. Genau. Gesagt, getan. Natürlich nicht bedacht, dass ja das ein ganz kleines Stück ist und die Decke riesengroß ist. Weil man tut die ja zusammenpacken. Ich habe dafür diesen Sprühkleber hier benutzt, der ist extra für Stoff. Und noch zusätzlich mit Sicherheitsnadeln fixiert, was auch ganz gut war. Weil nur der Kleber alleine war jetzt nicht so prickelnd. Bin vorher halt noch im Stoffladen gefahren, habe mir 2 mal 2,5 Meter schwarzen Stoff geholt, weil mein anderer Stoff nicht gereicht hat für das Rückenteil. Und habe dann angefangen, Free Motion Quilting zu machen von der Mitte aus. Und dieses ganze Ding unter diese kleine Nähmaschine zu kriegen, Katastrophe. Und deshalb sind natürlich meine Kreise hier drauf nicht perfekt. Die sind nicht unbedingt alle gleich rund, die sind nicht alle gleichmäßig. Die, ja, kann man das sehen? Ich denke schon. Dann sind mal größere, dann sind mal kleinere. Also wie gesagt, also perfekt ist anders. Es ist mein erster Free Motion Quilt und dafür, dass es mein erster Free Motion Quilt ist, bin ich zufrieden. Und dadurch, dass ich halt so viel drücken musste, hat sich auch oft der Stoff natürlich dann nachher verzogen und wurde locker und es war warm und ich habe geschwitzt wie eine Kuh. Hinten ist er übrigens schwarz, da kann man das Muster ganz gut erkennen, ne?
Also eigentlich sind das immer nur so Kreise. Und die sollten halt schon gleichmäßig werden. War aber nicht machbar anhand der Größe der Decke halt einfach nicht. Ist so. Mit meiner Nähmaschine, nein. Genau. Dann habe ich zum Schluss hier hinten fahren. Zum Schluss hier beim Schwarzen noch einmal mit einem Geradstich einfach drumrum. Und bei dem Weißen einmal auch. Und man sieht hier schon, dass das ein bisschen wellig ist. Das hat nachher alles sich ein bisschen verzogen. Aber egal. Es ist meine Decke, es liegt auf meinem Bett. Mir gefällt es trotzdem, ich finde es gut. Klar, es ist nicht gleichmäßig, aber es ist mein erster Quilt. Ich habe den jetzt auf der Erde liegen lassen. Es ist mein erster Quilt. Die Schlussfolgerung für mich, was das Free-Motion-Quilting anbelangt. Wenn ich das weitermachen möchte, was ich auf jeden Fall möchte, weil dafür habe ich mir auch wieder mal ein bisschen Baumwolle nachbestellt. Ich werde das jetzt so handhaben mit diesen Sachen, wenn die Decke groß werden soll und ich Free-Motion-Quilting machen möchte und nicht im Nahtschatten nehmen möchte oder wie auch immer, werde ich die heißen Quilt-as-you-go machen. Das heißt, ich werde einzelne Quadrate fertig quilten mit dem Backing und den Zwischenteil und diese einzelnen Quadrate miteinander verbinden. Da gibt es auch verschiedene Videos auf YouTube. So habe ich immer bloß ein Quadrat, was unter eine Nähmaschine gequiltet wird. Und ich denke, das ist sinnvoller bei meiner Nähmaschine. Es war ein Versuch und Versuch macht klug, wie man so schön sagt. Und so schlimm finde ich das jetzt auch gar nicht. Ja, das einzige Blöde ist halt, hatte ich schon mal erzählt, die Tapete im Schlafzimmer ist auch, hat auch so diese roten, hat auch diese Farbe, nicht dieses Muster, aber ist auch mit der Farbe, dass natürlich das Blau da nicht reinpasst, ne? Aber egal. Das hat jetzt sich jetzt sowieso erledigt, weil das erzähle ich auch gleich warum. Und von daher stört mir das nicht. Ich bin zufrieden mit der Decke. Es ist meine erste große Quiltdecke. Das andere war ja ein kleines Ding. Wie groß war denn die andere? Die war ja vielleicht 1,50, 1,60 mal 1,80 oder was. Also normale Größe. Die war okay. Da habe ich auch nur im Nahtschatten genäht, weil war halt das erste, ne? Aber das kann ich empfehlen. Also damit, man mag es nicht glauben. Ich meine, im Endeffekt ist das, sieht das auch aus wie ein Stockfuß, hat auch ein Loch und keine Ahnung, habe ich den Stockfuß noch hier? Kann ich euch mal eben den Unterschied zeigen? Ich glaube, den finde ich jetzt nicht. Ich muss hier lange am Aufräumen. Das liegt ja alles noch rum davon. Vom Nähen, nee, den finde ich jetzt nicht. Der einzige Unterschied ist halt, dass der hat halt hier diese Feder, ne? Und dadurch kann der gut, ne? Kann er sich gut anpassen. Also damit hat das wunderbar funktioniert. Das Ding hat 10 € gekostet, der Fuß. Den gibt es auch teurer. Ich habe ihn für 10 € gekauft. Ist gut. Super zufrieden mit. So viel zu der Decke. Und deshalb auch zum Beispiel bei diesen, ich zeig's euch nochmal. Diese Log-Cabin-Blöcke, die ich ja schon gemacht hatte. Da hatte ich ja eigentlich vor, das so zum Stern zu legen und so. Diese Idee werde ich verwerfen und werde da wirklich einzelne Quiltblöcke draus machen. Es kann durchaus sein, dass ich vielleicht vier zusammenpacke und einen großen Block habe, nicht nur so ganz kleine, sondern schon etwas größere. Weil vier davon würde auch noch funktionieren zum Quilten unter meiner Maschine. Aber mehr dann auch nicht. Und dass ich das dann einzeln erst fertig mache und dann quilte. Und dann zusammennähe nachher zum Schluss zu einer großen Decke. Von dieser Log-Cabin-Blöcke ist, glaube ich, gar nichts passiert. Ich glaube, bloß ein halber. Und dann wurde ich irgendwie gestört, aus meiner Arbeit gerissen. Und dann konnte ich da nicht weitermachen. Ich guck mal eben. Das ist, wenn man hier nicht mehr durchsieht. Ne? Ich muss hier unbedingt aufräumen. Ne, die habt ihr ja alle schon gesehen. Ne? Ich hatte aber einen angefangen. Der liegt da drin. Ich muss nochmal. Okay. Angefangen hatte ich schon mal. Ein bisschen muss ich mal rüberbügeln. Da hat jemand was raufgeschmissen. Den hatte ich angefangen. Ist noch nicht ganz fertig. Aber das ist so ein Zwischendurchding. Und jetzt, nachdem diese Decke fertig ist, habe ich auch mal wieder Zeit für andere Sachen, weil ich bin auch selten zum Stricken gekommen. Deswegen ist auch nicht so wirklich viel an meinen Stricksachen passiert, weil mich hat diese Decke so gefesselt, weil man will die dann auch irgendwie fertig haben, ja? Egal wie. Und mir haben so die Hände wehgetan, dieses Ding durch die Maschine zu kriegen und dass die Maschine nicht abhaut. Und das war Wahnsinn. Das mache ich never ever so groß. Nicht mit dieser Maschine. Natürlich habe ich schon im Internet nach neuen Nähmaschinen geguckt, aber ja, ist also Kostenfrage, ne? Und über die Kosten, da müssen wir jetzt halt ein bisschen aufpassen, weil jetzt kommen wir zu dem Teil. Ich habe euch alles gezeigt, was jetzt nicht so schön ist. Also ich habe jetzt alles gezeigt.
Und für alle, die das nächste jetzt, was jetzt kommt, nicht mehr interessiert, dem wünsche ich alles Gute, eine schöne Strickzeit und bis zum nächsten Mal. Und für alle, die, die jetzt noch dran sind, und zwar bei uns ist die Sache jetzt so: Ich werde mich jetzt bei euch erstmal für eine Weile verabschieden. Ich weiß nicht, wie lange. Ich sage jetzt mal auf unbestimmte Zeit. Jetzt nicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, um Gottes Willen. Ich hoffe, dass ich Oktober oder November wieder aufnehmen kann. Vielleicht auch schon früher. Das wird sich jetzt herausstellen, demnächst, hoffe ich, irgendwann. Und zwar die Sache ist die, wir wohnen ja hier in einem Haus. Es ist aber nicht unser Haus, es ist zur Miete. Und dieses Haus gehört zwei Eigentümern, und zwar Geschwistern. Das gehört Geschwister. Der eine wohnt weiter weg, der sich um die ganze Sache kümmert, und die anderen hier mit im Ort. Und bei den beiden, die sich eigentlich nicht drum kümmern, ist vor kurzem ja das Haus abgebrannt. So, und alle, die jetzt eins und eins zusammenzählen können, die werden wissen, was jetzt kommt. Wir haben letzte Woche unsere Kündigung von der Wohnung bekommen, dass wir bis Ende September raus müssen. Zwecks Eigenbedarf. Ist natürlich sehr bescheiden. Wir waren noch stinkesauer. Mittlerweile kann ich vernünftig drüber reden. Sagen wir es mal so. Ja, es ist trotzdem Schiete. Wir haben hier erst vor 2 Monaten das komplette Obergeschoss renoviert mit Fußböden, Wände, also komplett renoviert. Hier unten ist alles renoviert. Also das hier hat die Mutter von denen drin gewohnt, und natürlich kann man sich vorstellen, hier ist ewig nichts passiert, ne? Wir haben den Garten auf Vordermann gebracht, wir haben hier drin alles gemacht, oben alles gemacht. Die Fußböden sind alle neu, die Wände, das ist alles neu tapeziert und gestrichen, und jetzt müssen wir halt raus. Und ja, gut, das kann man nicht planen, dass da jetzt ein Haus abgebrannt ist. Das ist keine Frage. Das ist für den wahrscheinlich auch nicht einfach. Na klar, kann ich auch verstehen. Da liegen aber auch noch ein paar andere Sachen. Aber ist egal, darüber rede ich jetzt hier öffentlich nicht. Ja, und wir haben halt bis Ende September Zeit, hier auszuziehen. Und gleich vorweg, ich habe mich auch schon anwaltlich beraten. Kann da nichts gegen machen. Die sind im Recht, das ist ihr Grund und Boden hier, ist ihr Eigentum, und die können darüber entscheiden. Wichtig ist nur, dass die auch wirklich danach einziehen. Sollten diese gewissen besagten Personen hier nicht einziehen, kann ich die natürlich auf Schadensersatz verklagen mit den ganzen Kosten. Das heißt für mich, alles, was ich jetzt ausgebe an Postkosten oder Spritkosten, Entsorgungskosten etc. pp., weil wir reden davon, dass wir hier ein 145 Quadratmeter Haus leer räumen müssen. Kleiner Moment, das Telefon klingelt, ich komme gleich wieder. So, weiter geht's. Ja, wo waren wir jetzt? Genau, Entsorgungskosten, glaube ich, irgendwas, ne? Wir haben ja auch Entsorgungskosten, weil hier muss ja auch ein großes Haus ausgeräumt werden, und wir wissen ja nicht, wo wir hinkommen. Das ist das Problem. Deswegen hebe ich mir alle Quittungen auf, etc. pp., was ich habe. Und wenn der hier nicht einzieht, dann. Genau, kann man auch was machen, ne? Sagen wir mal so. Jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Also Fakt ist, wir müssen hier raus, die nächsten 3 Monate. Deswegen werde ich wenig Zeit haben zum Handarbeiten und so weiter. Es ist viel zu tun. Wir müssen arbeiten gehen zwischendurch. Ja. Hier, die Sache ist, das Problem an der Sache ist, dass einfach hier wenig Wohn. Also wir haben hier echt Wohnraummangel für große Wohnungen. Wir sind ja nun mal 4 Personen, wir haben ein paar Haustiere, und da ist echt schwierig, da was zu finden, was da passt, ne? Und wenn wir Pech haben, müssen wir halt in irgendeine kleine Wohnung rein, und ja, und dementsprechend schwierig. Sehr schwierig. Sehr blöd jetzt, ne? Aber kann man nicht ändern. Deswegen kann es sein, dass ich mich eine Zeit lang nicht melden werde. Wie gesagt, wenn alles gut läuft, vielleicht im Oktober oder November wieder, je nachdem, wie das so passt, wie viel ich jetzt zum Handarbeiten komme und so weiter, weiß ich nicht. Deswegen wird auch meine Nähsachen werde ich jetzt einräumen. Auch diese Log-Cabin-Blöcke werde ich jetzt erstmal nicht weitermachen können, weil ich muss anfangen zusammenzuräumen. Weil es kann natürlich auch sein, dass von heute auf morgen wir umziehen müssen, weil irgendwo was frei ist, ne? Das muss man auch bedenken, weil sollten wir vorher was finden, brauchen wir ja auch keine Miete mehr bezahlen, dann können wir auch vorher raus. Und dementsprechend kann das natürlich immer von jetzt auf gleich passieren, ne? Und ich habe hier noch nichts gemacht, ich habe noch nicht angefangen, weil ich auch gar nicht will. So blöd.
Aber ich muss jetzt langsam anfangen. Und deswegen wollte ich jetzt gerne noch dieses Video einmal aufnehmen. Ab morgen gibt es Zeugnisse bei uns hier in Niedersachsen und dann fangen auch schon die Ferien an. Und morgen früh muss ich noch ein bisschen was einkaufen fahren und dementsprechend nehme ich jetzt eben das Video direkt nach der Arbeit auf. Deswegen habe ich das jetzt alles ein bisschen im Schnelldurchlauf gemacht, bevor ich gar nicht mehr dazu komme und ihr euch nachher wundert, warum kommt da nichts mehr. Deswegen wollte ich euch das eben nur mitteilen. Ja. Das heißt auch für mich, Bestellstopp bei allen Sachen. Wir müssen sparen, weil man weiß nicht, was für Kosten auf uns zukommen. Müssen wir sehen. Wir können nur das Beste daraus machen. Die Gemüter haben sich jetzt einigermaßen beruhigt und natürlich am Anfang war es alles ein bisschen. Aber mittlerweile geht's. Wir haben uns beruhigt. Man kann wieder vernünftig mit uns reden, sagen wir es mal so. Es ist halt einfach so, ne? Weil man ist einfach stinkesauer im ersten Moment, weil man sich denkt, man hat ja alles gemacht und jetzt darfst du hier raus, ne? Und das ist einfach Mist, weil das war eigentlich perfekt für uns, das Haus. Wir haben Garten, wir haben genug Zimmer, hier passt alles rein. Ja, wir sind hier sehr gut angebunden, was Schule anbelangt und so weiter und so fort. Und jetzt wissen wir halt einfach nicht, wo wir hinkommen, was passiert, ob wir eine Wohnung finden. Es ist halt alles ein bisschen ungewiss im Moment, ja. In Aussicht, soweit haben wir jetzt eigentlich noch gar nichts. Wir haben verschiedene, die ganz normalen Bewerbungssachen, die man für Wohnungen halt hat, abgegeben, überall, wo man es abgeben kann. Und wir müssen halt jetzt auf verschiedene Antworten warten und ob überhaupt Wohnraum verfügbar ist. Und ja, wir wissen es nicht. Es steht in den Sternen. Ja. Ich habe auch, glaube ich, eine Sache noch vergessen. Ich habe mich anwaltlich beraten lassen. Das habe ich gesagt, ne? Genau, ich habe mich anwaltlich beraten lassen. Wir haben halt keine Chance. Man kann nichts dagegen machen. Klar, man kann das rauszögern. Du kannst das monatelang rauszögern. Da ist gerade eine Fliege über der Kamera gelaufen. Habt ihr das gesehen? Weg! Man kann das monatelang rauszögern. Das Problem ist einfach, dass wenn eine Räumungsklage kommt, die Kosten fallen auf uns zurück. Und das möchte ich nicht. Das möchte ich gerne aus dem Weg gehen. Weil die Kosten eher an uns hängen bleiben, weil die einfach im Recht sind. Das ist einfach so. Den Hauptvermieter tut es auch sehr leid, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber man kann halt nichts gegen machen. Jetzt klingelt nochmal das Telefon. Kleinen Moment nochmal. So, jetzt aber. Jetzt reicht's aber. Ja, das ist, war jetzt Ergotherapie. Ja. So. Habe ich alles gesagt? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ihr wisst Bescheid. Also, wie gesagt, ab morgen starten wir uns die Sommerferien. Sommerferien werden bei uns wahrscheinlich jetzt nicht so dolle. Urlaub fahren hat sich erstmal erledigt diesen Sommer. Wir müssen andere Sachen machen. Andere Sachen sind jetzt wichtiger als Urlaub. Ich bin nur froh, dass ich einmal zwischendrin noch 3 Wochen Urlaub habe. Also, ich habe jetzt den Rest der Woche, die 3 Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, habe ich schon Urlaub. Und dann gehen die Kinder 2 Wochen in eine Ferienbetreuung und dann habe ich erstmal 3 Wochen Urlaub. Und ich hoffe, dass wir bis dahin ein bisschen mehr wissen, dass wir wissen, wo wir hinkommen. Ja. Und man muss halt jeden Notnagel jetzt greifen, ne? Und wenn das jetzt eine Dreizimmerwohnung ist, dann ist es eine Dreizimmerwohnung. Das heißt dann aber, ich bin nicht das letzte Mal umgezogen. Eins wollte ich noch sagen, falls jetzt kommt, kaufen wollen wir nicht. Weil, da kann ich auch sagen, warum. Wir wollen nicht kaufen, weil wir sind ja nicht von hier ursprünglich. Ich komme ja ursprünglich aus dem Land Brandenburg. Wir sind ja hier nur zugezogen und wir wissen einfach nicht, ob wir ewig hier bleiben wollen. Einfach aus diesem Grund kommt Kaufen für uns jetzt so nicht in Frage. Genau. Das wollte ich noch mal kurz gesagt haben. Und ich hoffe, ich hätte jetzt nicht noch mal unterbrochen. Ich möchte mich jetzt gerne bei euch verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie immer. Freue ich mich drüber. Und da ist die Fliege wieder über die Kamera gelaufen. Jetzt hau doch mal ab. Ja. Ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Sommer. Was ich so schaffe in dieser Zeit, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall wird es wieder Videos von mir geben. Ich weiß halt nur nicht wann. Das ist das Einzigste. Ja, genau. Also, einen wunderschönen Sommer euch und handarbeitet schön, macht fleißig, seid wie auch immer. Genau, das war mir zu viel Unterbrechung. Ich bin jetzt durcheinander. Ich sag's jetzt einfach kurz und knapp. Bis wir uns das nächste Mal sehen. Habt einen schönen Tag.